Chris hat gefragt, wie überwinde ich meinen Perfektionismus als Designer? Du warst auch schon bei mir im Coaching hier auf Patreon und ich habe deinen Prozess ja, gesehen, wie du dich monatlich verbessert hast. Jeden Monat hast du einen weiteren Schritt nach vorne gemacht. Und deswegen, ich habe hier für dich eine ganz einfache Antwort und das ist, perfekt ist etwas, das nicht erreicht werden kann. Und das ist was man sich im Kopf selbst erstmal verankern muss, ja? Weil was wäre, wenn du alles perfekt machen könntest? Wäre es dann nicht irgendwie auch langweilig, ja? Weil das wäre immer ein Stadium, von dem man aus sich nicht verbessern kann oder wo es keine Steigerung von geben könnte, ja? Und deswegen muss man auch sagen, ist Perfektionismus einfach etwas, das uns selbst kreativ hält. Ja? Weil wir immer weiter daran arbeiten können, stetig auch sich selbst und auch die Arbeit, die wir machen, eben zu verbessern. Und deswegen ist mein Rat, vielleicht einfach dir zum Beispiel kürzere Deadlines zu setzen für bestimmte Projekte, für bestimmte Layouts. Da einfach zu sagen, ich mache mit Absicht jetzt, lass mir nicht so viel Spielraum, dass ich schneller auch ein Ende finden muss, um schneller vielleicht auch einen Abgabetermin beim Kunden zu bestätigen oder auch dort was zu präsentieren, damit du einfach auch nicht immer länger dran sitzt. So, das wäre das eine. Und das andere ist natürlich ganz natürlich, ja, du wirst perfekter, je mehr Projekte du von der gleichen Sorte machst. Und das ist was ein Ratschlag ist, ja, den ich erst natürlich auch nach Jahren gemerkt habe. Je mehr ich Webseiten gelayoutet habe, desto besser wurde ich auch. Und das ist was man einfach auch sich verinnerlichen muss. Ja? Und das ist was, das musst du einfach in deinem Kopf reinkriegen, dass perfekt etwas ist, das nicht erreicht werden kann. Und das ist auch gut so, weil es uns kreativ hält. Und wenn wir dann vielleicht mal auch in Richtung auf den realen Markt schauen, ist es immer wieder auch interessant zu gucken, wenn wir bei Apple zum Beispiel, ja, das erste iPhone, die haben das erste iPhone rausgebracht und hätte es das nicht gegeben, hätte es wahrscheinlich auch nie das iPhone 10 geben können, weil nur indem sie die erste schlechtere Version veröffentlichen, können sie auch davon lernen und deshalb eine bessere Variante bauen. Und das ist, finde ich, ein super gutes Beispiel, weil genau so läuft es bei uns auch ab. Nur indem du erstmal vielleicht diesen Monat ein Layout veröffentlichst, kannst du in 3, in 4 Monaten zurückblicken und sagen, die und die Dinge muss ich nochmal verbessern oder das nächste Mal, wenn ich so ein Projekt habe, kann ich da einfach nochmal rangehen. Und mit diesem Feedback zu arbeiten ist super, super wertvoll und so einfach ist eigentlich meine Antwort auf deine Frage.